So, hallo, wir machen weiter bei The Senate. Ein Hack, den ich mir selber mal rausgesucht habe, wobei ich halt echt nicht weiß, wie lang er gut ist und ob und bla. Ob er gut ist, könnt ihr ja entscheiden. Spaß macht er bisher auf jeden Fall. Wir spielen ihn versuchsweise ohne Save States, beziehungsweise nur mit Rewinds im Falle, wir sie brauchen. Und da oben war Zeug und ein Leben. Und ja, wir wollen auch die Yoshi-Coins sammeln. Und was wollte ich noch sagen? Ich weiß es nicht mehr. Nö, also bisher gefällt er mir ganz gut so vom Design her. Das ist ein komischer Cut auf da in der Ecke. In der Ecke ist gut. Dieser ganze, dieses hier, dieses Viereck da. Sieht merkwürdig aus. Ich weiß nicht, ob man es auf YouTube sieht. Okay, why not? Aber mich interessieren ja Cut-offs an sich nicht sonderlich. Weiß nicht, warum der da im Hintergrund vorkommt. Naja, egal. So, wir wollen da unten rein. Ach, leck mich doch. So, das war klar, dass da ein Yoshi-Coin kommt. Oh, vorsichtig. Okay, uah. Kann ich dich mal gerade eben... Nein! Verfehlt. Gut. Okay, wir wollen da rein. Das wollen wir, das müssen wir riskieren noch. Jupsen! Gut. Hat sich doch schon gelohnt, das zu riskieren. Wir wollen das Springboard holen. Das kriegen wir auch noch gerade hin, ohne getroffen zu werden. So. Kollege, geh mal weg da. Uah. Gut. Ja, man spielt doch wieder auch gleich ein bisschen vorsichtiger ohne Save States, aber insgesamt passt das. So. Haselnuss Forest 2. Oder Wald. Und Donkey Kong Musik, natürlich. So, ich würde gerne ein Power-Up irgendwo bekommen. Ich glaube, das wäre ganz praktisch. Weiß nicht, wie ich darauf komme. Könnte damit zusammenhängen, dass ich gleich tot bin, wenn ich keins hole. So, Power-Up. Da unten ist bestimmt eine... Ja, natürlich ist da die Yoshi-Coin. Ich finde die Art, wie er die Yoshi-Coins hier in die Level packt, auch ganz schön. So. Sie sind nicht exakt auf dem Weg, sie sind auch nicht total schwer zu bekommen. Das passt. Also, ja, für Save States wäre es wirklich im Moment noch ein bisschen zu einfach, das Ganze. Ich setze sie halt ab und zu, aber das habe ich jetzt auch schon zigmal gesagt und ich werde es wahrscheinlich noch zigmal sagen für jeden Part extra. Weil es sicherlich auch Leute gibt, die mal nur einen Part gucken und dann keinen mehr. Und dann sollte man es vielleicht des Öfteren mal erwähnen. So. Dadups. Dadups. Gut. Gib mir den Pilz. Danke. Ja, kein Ding. Ich sehe mich im Sumpf nicht, das ist in Ordnung. Ups, ich dachte jetzt eigentlich, dass ich dagegen springe, aber okay. Oh, da hinten wäre ein Leben gewesen. Naja. Passt. Da ist ein Secret Exit. Diesmal habe ich es gesehen. Das letzte Mal habe ich einen Secret Exit verpasst, weil ich nicht aufgepasst habe. Mehr Donkey Kong Musik natürlich. Das sind aber auch schöne Grafiken. Diese Sumpfdinger hier. So. Das war mir doch klar. Das war echt offensichtlich. Übrigens hier, Nase am Rand. Nur mal so. Kleiner Cut-off. Weiß nicht, ob man das fixen kann. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. So, ich nehme mal an, das hier ist. Ich nehme mal stark an, das hier ist der Secret Exit. Auch wenn hier eine Yoshi-Coin war, was mich gerade verwundert, aber okay. Hilfe! So, was hast du mir zu sagen? Was?
Looks can be deceiving. So, hier war... Ah! Ach so. Ihr seid doch bestimmt die Blöden. Nee, okay. Hä? Ich bin hier richtig? Ich dachte jetzt eigentlich, das wäre der Secret Exit Weg. Oh, auch noch so ein Ding bekommen. Okay. Okay, okay. 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 Ist in Ordnung. Dann kann ich hier durch. Natürlich. Hm. Der... Ist das jetzt so wieder oben? Ja, okay, es ist exakt so wieder oben. Das heißt, hier darf ich nicht runterfallen. Ja, okay. Wollte ich nur mal kurz testen. Oi. Ach, du bist nicht da oben abgebildet gewesen, Freund. Und hops. Und hops. Okay. Warum nicht? Also man sieht schon, Ideen hat er einige gehabt. Jetzt nicht die neuesten, aber insgesamt doch schon. Ein Händchen dafür, wie man es etwas interessanter gestalten kann, das Level. So. Nichts, was man noch nie gesehen hätte, aber... Ja. Wer sagt, ach, ich habe eine Yoshi-Coin verpasst? Natürlich. Aber wo war jetzt denn der Secret Exit? Ist das dann doch der Weg, den ich als erstes hätte gehen können? Also ich dachte jetzt ja eigentlich, wenn ich da hinten rumgehe, dass das der Secret wäre, aber das war ja überhaupt nicht Secret. Ich dachte ja, wenn ich hier reingehe, ist das der normale Weg. Ach, und dann komme ich... Moment, was war denn dann da hinten der große Unterschied? Ach, die eine Yoshi-Coin war hier der große und... Ah! Und jetzt, wo ich das weiß, da gehe ich natürlich hier durch. Okay, jetzt haben wir den Secret Exit. As fast as I possible... Alter, diese... Guckt euch mal diese ganzen Ecken da im Hintergrund an. Was hat er denn da gemacht mit dem Hintergrund? Das ist total verglitscht. Huch! Gut! Pff. Gut habe ich das gemacht. Ach komm. Nein, so haut das nicht hin. Dann eben so. So. Okay. Noch ein Secret Exit. Wir machen erstmal die 4 weiter. Wir machen erstmal den regulären Weg. Und so weiter. Ach, das ist ein schönes Lied. Ich auch schon länger nicht mehr gehört, glaube ich. Wahrscheinlich ist es überhaupt nicht lange her, aber es kommt mir so vor. So. Auch hier schön so diese kleinen, ja, Höhlengänge oder Maulwurfgänge oder was das sein soll. Auf jeden Fall schön designt. Schön designt. So. Und Musik macht schon auch immer einen Großteil der Atmosphäre aus, muss man sagen. Und die passt hier einfach gut. Ja, ja, ja. So. Das haben wir Toy Point. Prima. Ja, doch, muss sagen, Safe Setless ist das gerade ein bisschen angenehmer, glaube ich sogar. Dann bin ich nicht so gezwungen, so ständig zu la... Oh. Also so bei sowas da. Ich, wie gesagt, rewinden tue ich, ganz klar, keine Frage. Aber... Es wäre hier eh direkt der Midway Point gewesen. Aber so das grundsätzliche Spielen machen wir Safe Setless. Warum laufe ich da rein? Warum laufe ich da rein? So. Kann ich da rein? Hätte eine Tür sein können. Wäre lustig gewesen. Gut, da unten will ich bestimmt erstmal lang. Ne, wäre egal gewesen. Okay. Okay, dann eben nicht. Yoshi-Coin Nummer 4. Ich wette, ich habe wieder eine verpasst. Jusen! Hätte ich da unten? Ja, da hätte ich halten können. Okay. Da brauchen wir einen Peace Leech. Da ist die letzte. Okay, ich habe sie nicht verpasst. Aber ich brauche einen Peace Leech.
der ist hier oben. Und dafür brauchen wir auch hier kein Springboard. Aber danke, dass du mir eins hingestellt hättest. So. Ach was. Das ist ja nett. So, jetzt. Oh. So, Endboss geschafft. Prima. Dann sind wir jetzt hier auf dem regulären Weg wieder. Das heißt, wir können jetzt hier noch Hazelnut Forest A machen. In einer ziemlich Vanilla-Welt. Mehr Vanilla geht nicht, glaube ich. Stirb. Kann ich da durch? Ja, okay. So, ich könnte jetzt hier in die Röhre, will ich aber eigentlich noch nicht. Doch, will ich. Gut. Halt, nein, stopp, ich sehe doch da unten geht's weiter. Jetzt ist die Frage, welches ist die, naja, es gibt ja mehrere Röhren. Gehen wir es mal hier rein. Ist das da oben irgendwas? Nö, ist einfach nur Verzierung, okay. Nicht, dass da gleich ein Swamp rauskommt oder sowas. Ab. Oh, hier wollen wir bestimmt rein. Mit einem grauen P-Switch. Schauen wir mal, ob wir einen finden. Dupdi-dup. Hässliche Ecke. Ja, so ist in Ordnung. So ausgefüllt ist sie in Ordnung, aber so ist sie hässlich. Naja. Also nur, wenn es nur die eine Ecke ist, nur die eine... Ach, natürlich. Natürlich wollen wir hier den Safe-Set haben, einen P-Switch. Da ist er ja schon. Also, wann immer man einen P-Switch braucht, er ist direkt um die Ecke. Das ist völlig in Ordnung. Habe ich natürlich nichts dagegen. So, ich nehme an, das wird führt dann hier zum Safe, zum Secret. Ja. Prima. Warpstar? Warp-Pipe. Aha, wir haben Special Worlds. Mango Island 1. Komm, machen wir gleich mal. Das sind Dingens-Grafiken hier. Dingens, hier. Na, schade, dass die Musik nicht auch dazu läuft. Gibt es das nicht als Port? Hier, na, wie heißt jetzt das Spiel? Das habe ich auch Let's Played. Ich habe vergessen, wie es heißt. Das gibt's doch nicht. Hier, ach doch, hier, 6x V. V, 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 V. So. Und da, das wäre natürlich ein episches Lied gewesen. Gibt's das nicht als Port? Ich habe jetzt vergessen, wie das Lied heißt. Ach, guck mal, hier wäre der Name gestanden. Ja, das VVV-Feeling ist nicht ganz da, wegen der Musik. Die fehlt mir noch. Ansonsten hätte ich das Feeling schon. Aber das Feeling wäre auch nur da, wenn ich hier an die Decke springen könnte und solche Geschichten. Das kann ich hier ja nicht. Huch. Das kann ich hier ja nicht tun. Na, was tue ich denn? So. Also insofern spielen wir eigentlich nicht Safe-Stateless, weil ich ja ständig lade, wenn was passiert ist, aber... Ich kann jetzt hier auch nicht am Anfang wieder loslaufen. Das wollt ihr ja auch gar nicht sehen. Ne? So. Ich bemühe mich halt, so gut es geht, Safe-Stateless zu bleiben. Oh Gott. Das ist ein unglaublich nettes Trinket. gut, ja, ich bin im VVV-Feeling drin, man merkt es. Wie hieß jetzt dieses Lied, verdammt, dieses schöne? Kann ich da hoch? Nein. Wie hieß jetzt dieses schöne Lied? Ach, da muss ich sogar. Ich habe den Namen vergessen. Namen vergessen von diesem schönen VVV-Lied. Wie konnte mir das nur passieren? Ich weiß es nicht. Ich stehe hier nicht auf den Stacheln. Ich will jetzt mal gucken, ob die mir überhaupt wehtun. Really? Thank you.
Warum? Warum? Warum sind es nicht einfach normale Stacheln? Wieso? Okay. Okay. Ich glaube, das soll nicht so sein. Keine Ahnung. Aber es ist halt so. Midway Point. Bis hier hätte man es wirklich schaffen müssen ohne Saves. Ja, da wäre ich, das hätte ich nicht geschafft. Nee, ohne Saves, das schaffe ich es nicht. Meine Rewinds brauche ich schon. So. Ja, wie gesagt, VVV-Feeling. Mir fehlt die Musik, aber ich komme nicht auf den Namen vom Lied, verdammt. Das ist so schön und ich komme nicht auf den Namen. Wie heißt das Lied? Ich guck gleich. Ich guck gleich nach. Ups. Ihr wisst alle, welches Lied ich meine, natürlich, aber mir fällt der Name absolut nicht ein. Nun ja, was soll's. Let's Yoshi Coin. So. Jetzt irgendeine schönere Musik hätte man dafür doch bestimmt nehmen können, die ein bisschen an VVVVV erinnert. Naja, aber okay. Warum nicht? So, normalen Exit. Brauchen wir hier noch? Also entweder fällt der Name noch ein oder nicht mehr. Nachgucken ist kein Problem, aber ich fänd's ganz schön, wenn mir der Name noch einfallen würde. Aber naja. So, dann gehen wir hier wieder hier durch. Das ist also derselbe Exit quasi. Nur dass man die eine Yoshi-Coin dort hinten nicht geholt hat. Na gut. Dann kriegen wir jetzt eh wieder nicht alle Yoshi-Coins zusammen. Macht aber gar nichts. So. Jetzt sind wir hier wieder beim Midway Point. Hier sind wir ja vorhin reingegangen und haben uns dann da. Haben uns dann da den Secret-Deck geholt. Den brauchen wir jetzt natürlich nicht. Dann kommen wir jetzt hier durch. Huch. Juhu! Diese Rutsche ist komplett sicher. Juhu! Wow, was für ein Spaß. Gut. Dup, 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 dup. So. Kann ich da rein? Nö. Kann ich da rein? Nö. Verdammt. Hoch da. Gut, die holen wir uns mal gerade. Die hat man noch nicht. Da liegt eine Shell einfach rum. Da war einfach eine Münze in der Luft. Ist da irgendwas versteckt? Nein? Okay. Achso, hierfür brauche ich die Shell. Gut. Ja, ist in Ordnung. So, dann haben wir hier den Weg jetzt auch. Dann machen wir hier noch gerade das hier. Ich denke, bis zum Schloss schaffen wir es in dem Part schon noch. Dann haben wir gleich Welt 2 in dem Part weg. So. Und dann muss ich auch aufhören mit der Aufnahme. Yo, Mist, das habe ich befürchtet. Ja, also ich gebe es zu, Safe Setless ist das nicht. Was ich da treibe. So. Aber wie gesagt, ihr wollt bestimmt nicht, dass ich da jetzt wieder anfange. Am Anfang der Welt anzusetzen. So aufregend war es dann auch nicht, dass man sich das 3000 Mal angucken muss. Oh, hoffentlich passen die jetzt zusammen. Ich glaube aber nicht, dass das so böse sein wird, dass das jetzt total auseinander driftet. Natürlich. Keine Yoshi-Coin für mich. Na gut. Scroll bitte hoch, danke. Aber ein ganz schönes Line-Guided-Level. Ist ganz okay so. Ist jetzt auch nicht das Non-Plus-Ultra, aber ganz okay. Da unten wäre was gewesen. Ich habe es gesehen. Ich war wahrscheinlich eine Yoshi-Coin. Komme ich jetzt nicht mehr hin, oder? Ich kann ja mal kurz hinspringen. Ja,
Huch. Okay. Aber ich möchte ganz gerne noch zum Schloss kommen in dem Part. Ehrlich gesagt, deswegen speed ich gerade so ein bisschen hier durch. Ist voll der Speed auch. So. Das wäre wahrscheinlich die letzte gewesen. Ja, wenn ich die zwei zähle, die wir nicht hatten, dann ist das jetzt, haben wir jetzt drei plus zwei, die ich wie gesagt nicht hatte. Huch! Dann passt das. Wo steht denn der? Ah, okay. Hä? Schon die vierte? Da waren hier schon wieder mehr Münzen als eine. Als... mehr Münzen als nötig. So, ich will mal kurz gucken, ob er das Bonus-Game verändert hat. Dafür müsste ich natürlich auch eine Zahl bekommen. Nur die Musik. Gut. Mario Kart! So. Machen wir das Schloss, wie gesagt, noch Grinders Den. Klingt natürlich schön. Also, hier werden wir wohl offensichtlich von relativ vielen Grindern bis... ja, genau. Besucht. Die mögen uns total. Die fahren voll auf uns ab. Pi! Aber was willst du jetzt mit Pi? Ach, hier ist ein Pi. In Form eines Grinders. Ja, Mensch. So, das Springboard nehmen wir aber mit. Vielleicht brauchen wir es irgendwann später nochmal. Das war viel zu bald. Das war dumm. Das war dumm. So. Danke. Den Treffer nehme ich. Da oben könnte man es auch gebrauchen, das Springboard. Naja, okay, wir brauchen es nicht mehr. Gut. Hui, das sind ganz wenige. Muss man sich mal einen Safe-Spot suchen, beziehungsweise, okay, sie sind relativ unregelmäßig, deswegen kann man ausweichen. Gut. Midway Point. Wollte ich gerade ein Safe-Set setzen, das wollte ich natürlich nicht tun. Das werde ich auch belassen dabei, keine Safe-Sets zu setzen, aber halt zu rewinden, wenn es den Tod bedeutet hätte. So, das ist auch in Ordnung. Ich ahne, was der Boss wird. Der Boss, da muss man wahrscheinlich dann ganz lange so einem Viech ausweichen oder sowas. Bin ich mal gespannt, ob man das schaffen kann. Ohne Save States. Jetzt setze ich einen. Natürlich. Der Perseus. Gut. Ja. Das war klar, dass dieses Vieh kommt. Natürlich nicht. Mal schauen, wie lange er das gemacht hat hier. Okay, jetzt kommen zwei. Das ist ja blöd. Okay. Muss ich quasi den erstmal wegnehmen. Mist. Mist. Eigentlich war die Reihenfolge war dumm. Muss den wegnehmen. So. Und dann kann ich ja da drunter. Jo, ho, ho, ho. Okay. Setzen wir mal hier ein State. Ach so, ich kann natürlich auch vor dem wegrennen. Ja, und da ist an der Lava verschwunden. Ja, Mensch. Tut mir ja fast schon leid. Uff. Da haben wir das auch geschafft. Und... nee, wir kriegen natürlich erst noch... Wow. 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 Zu dem Abschnitt hier sage ich gar nichts. Wenn man hier startet, dann ist man hier oben. Aber sobald man halt hochgeht und runter hüpft, scrollt es natürlich weiter runter als vorher. Zack. Ja, Mensch. Gut. Okay, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht es bei den Cranberry Ruins weiter.
und tschüss.